zu einem neuen Vlog. Das letzte Mal, als wir uns in einem Vlog gesehen haben, hatte Marco ja Geburtstag und ich hatte euch so ein bisschen bei den Vorbereitungen mitgenommen, vor allem auch in der Küche. Da gab es ja diese ganz große Zahlentorte. Also zumindest habe ich vorher noch nie so einen großen Kuchen gemacht. Auch ein bisschen aufwendig mit so 4 Biskuitteigen und dann dieser Creme noch zwischendrin, die ganze Dekoration. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat erstmal richtig gut geschmeckt. Es war eine richtig tolle Überraschung. Und er hatte was zum Mitnehmen ins Büro, weil er irgendwie verplant hat, was zu kaufen oder selber vorzubereiten. Wie ihr seht, habe ich hier übrigens 2 Fingernägel, die nicht mehr so schön lackiert sind. Ich hatte euch ja mitgenommen, als ich mit Toni bei der veganen Maniküre und Pediküre war. Da war ich auch richtig happy, weil die veganen Shellack hatten und der hält halt viel länger als normaler Nagellack, weil der dann unter so ein Licht gehalten wird, also die Nägel mit den lackierten Nägeln. Damit ist halt so fest und da kommen mehrere Schichten drauf und das war richtig cool, weil ich auch immer viel in der Küche und so zugange bin und da platzt normaler Nagellack halt immer super schnell ab. Hat das so ungefähr 3-4 Wochen gehalten, was auch richtig cool war, aber meine Nägel wachsen halt relativ schnell. Was ganz cool ist, ich glaube, das ist auch so ein kleiner Vorteil noch in der veganen Ernährung, dass dann ja die Nägel irgendwie schnell wachsen. Aber dann wachsen halt auch diese aufgesetzten Nägel oder zumindest dieser feste Nagellack, der wächst halt sozusagen mit raus. Deswegen habe ich die dann schon irgendwann angefangen, selber überzulackieren. Und ja, die wurden aber dann irgendwann so lang, dass es mich schon genervt hat beim Schreiben auf der Tastatur am Laptop oder am Computer, dass man das halt immer so gehört hat oder auch auf dem Handy und so. Marco fand es, glaube ich, ganz angenehm, weil ich den immer so schön bei ihm am Kopf ihn so kraulen konnte. Das mit langen Fingernägeln natürlich irgendwie noch besser wie so eine Kopfmassage. Aber heute war es dann soweit und ich habe die abgeschnitten, weil es mir dann irgendwie echt zu bunt wurde. Ich mag es immer viel lieber, irgendwie so richtig kurze Fingernägel eigentlich zu haben. Eigentlich wollte ich euch aber erzählen oder zeigen, wie dann noch unser Abend war an Markus Geburtstag. Und zwar hatte ich ihn ja zu einem Picknick einladen wollen. Allerdings hat das Wetter dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, was aber eigentlich ganz gut war, denn Marco meinte selber, er hatte sich eigentlich auf einen entspannten Abend zu Hause gefreut, weil er bei der Arbeit sehr viel zu tun hatte. Ich habe dann das Picknick zu uns nach Hause geholt und habe die ganzen Sachen aus den Dosen wieder ausgepackt und dann ist uns hier einfach so richtig schön gemütlich gemacht mit so ganz vielen Decken. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Decken haben, aber für diesen Anlass war es auf jeden Fall sehr gut, auch mit so ganz vielen Kissen. Hatte ich so den Picknickkorb schon hingestellt und noch seine Gitarre daneben, falls ihn das so dazu verleitet, weil ich hatte im Fernsehen oder auf YouTube einfach so ein Video gefunden, so ein Lagerfeuer bei Sonnenuntergang, fand ich dann irgendwie auch noch ganz passend. Die Lichterkette hatte ich noch hingelegt und auch an der Wand angemacht und hatte mir vor allem diese ganzen leckeren Köstlichkeiten, die ich vorbereitet hatte, also so eine vegane Käseplatte und Obst und Gemüse, dann diese Macadamia White Chocolate Cookies und Laugengebäck, so ein Sauerteig Baguette hatte ich ja noch geholt. Verschiedene Aufstriche, also für 2 Personen viel zu viel, aber sehr gut für die nächsten Tage, weil hatten wir ein paar Leftover da. Also diese Idee kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, jetzt gerade so für den Herbst. Das wurde nämlich auch richtig schön gemütlich, als es dann draußen noch dunkler wurde. Das könnt ihr vielleicht auf eure Bucketlist setzen, jetzt so für die dunklere Jahreszeit. Richtig gute Aktion gerade. Ich saß hier gerade an meiner Arbeitsecke und meine Bluetooth-Tastatur ist alle gegangen und es hieß, es müssen neue Batterien rein. Ich schraube das hier an der Seite auf. Hol die Batterien raus und denk die ganze Zeit so, hä, da klemmt noch eine drin. Es müssen 3 normalerweise rauskommen. Und ich klopfe das hier überall rauf, versuche das da irgendwie rauszubekommen. Denke mir so, toll, ich krieg das Teil da nicht raus, weil das sich halt nirgendwo anders. Ich habe gerade Play gedrückt, glaube ich. Also sie geht wieder, sagen wir mal so. Ich habe es halt nur nicht gecheckt, dass unten keine Batterie mehr drin ist. Es sah halt nur so aus. Also es sah halt aus wie diese Plusseite von der Batterie, also von den Akkus. Ich habe hier welche, die man immer wieder aufladen kann. Bis ich dann gecheckt habe, dass eigentlich nur 2 reinkommen, habe ich sie dann irgendwie auch noch falsch rum reingetan. Das habe ich aber auch gerade gesehen, dass hier hinten ganz klein draufsteht, dass nur 2 rein müssen. Und auch wie rum sie reingehören, ist ja auch nicht so, dass ich das Teil schon ein paar Jahre habe oder sowas. Aber ich war gerade so, oh mein Gott, es ist kaputt. Was ich euch eigentlich mal zeigen wollte, ist so mein Contentplan, den ich immer so mache für Instagram und auch YouTube, also verschiedene Plattformen, die ich sozusagen bespiele. Und da haben mich einige mal gefragt, wie ich das sozusagen so organisiere oder manage, wie ich das alles so ein bisschen plane. Und weil ich jetzt wieder für den Oktober alles neu planen oder so ein bisschen vorplanen. Ist einfach auch so verrückt, wie das Jahr einfach schon fast wieder um ist. Oh mein Gott. Wollte ich euch einfach mal so diese leere Seite zeigen. Das hier ist übrigens so meine kleine feine Ecke. Ich hatte das auch irgendwie hier anders stehen die letzten Tage. Den Laptop sozusagen hier vorne, dass ich die gar nicht brauchte. Und jetzt hier auch noch
Meine Hilfe, wie funktioniert Technik? Hilfsseite hat zwar nichts gebracht, aber zum Glück habe ich es selber irgendwie rausbekommen. Auf jeden Fall ist das hier dann meine sogenannte Contentplan-Tabelle. Erstmal die Bluetooth-Maus auch funktionieren. Oh Gott. Also ich habe da einmal so eine ganz normale Excel-Tabelle oder bei Apple heißt es halt Numbers. Und dann habe ich mir hier so verschiedene Spalten gemacht. Einmal Datum, also welcher Tag das ist. Dann das Medium, worum es geht. Also hier jetzt einfach YouTube und Instagram. Denn hier bei Wichtiges schreibe ich dann immer rein, wenn ich irgendwelche Abgaben habe, irgendwie Kooperation oder was Wichtiges, was an dem Tag halt ist. Wie auch der Name der Spalte. Dann hier einmal die Art, also halt entweder ein YouTube-Video oder auch entweder ein Foto-Post oder auch ein Reel. Also mit Foto meine ich immer, dass es sozusagen wirklich ein Bild ist und mit Info meine ich dann sozusagen wie so ein Cover, was ich dann designe, weil ich immer diese abwechselnden Design auf meiner Instagram-Seite habe. Dann hier einmal das Thema, wie zum Beispiel Food Friday oder Vlog oder auch verschiedene Umwelt-, Nachhaltigkeits-Rezept-Themen, Veganismus-Themen, die ich so ansprechen möchte. Dann hier der Inhalt, da schreibe ich dann meistens schon so die Captions vor für Instagram, manchmal auch die Infoboxen für YouTube und dann hier ganz hinten, ob es dann schon online gestellt wurde, sehe ich dann immer, ob es noch rot oder dann schon grün ist. Vielleicht hilft euch das ja irgendwie weiter, wenn ihr auch so in die Richtung was macht oder machen möchtet. Teilt auch sonst gerne mal eure Erfahrung, wie ihr das so managt. Ich weiß, dass einige von euch schon fast nicht mehr sehen können, wenn ich Kombucha mache, aber das mache ich halt jede Woche aufs Neue und lerne auch immer mehr dazu. Deswegen heute mal nicht so ausführlich. Ich habe da schon mal so ein ganzes Tutorial eigentlich gemacht, wie man Kombucha selber machen kann. Das ist ja so ein ganz gesundes, fermentiertes Getränk, was super gut für die Darmflora und die Darmgesundheit ist. Und jetzt gerade nach meiner Weisheitszahn-OP, wo ich ja auch danach leider viele so Schmerzmittel und Antibiotika vor allem auch nehmen musste, muss ich meinen Darm auf jeden Fall wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen. Und da hilft Kombucha auf jeden Fall sehr, allgemein auch so fermentierte Produkte und natürlich auch so die pflanzliche vegane Ernährung an sich schon. Oh, ich war zwar vorhin kurz draußen wegen ein paar Terminen, aber jetzt habe ich ganz vergessen, Tee zu kaufen. Nein, ich habe es halt letztes Mal schon mit Teebeuteln gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, rauszugehen. Aber ich guck mal, ich glaube, ich habe oben im Schrank ganz oben in der Ecke irgendwie noch ein paar lose Teebeutel, also Beutel mit losem Tee drin. Ich glaube, die habe ich mal geschenkt bekommen. Fitnesskräutertee und Abendkräutertee. Normalerweise nimmt man so Schwarz- oder Grüntee oder auch Rooibos. Und hier ist so Rotbuschtee drin. Deswegen, glaube ich, werde ich mal den ausprobieren. Ich habe Kombucha auch schon mal mit so einem Pflaumen-Zimt-Tee gemacht. Hat am Ende jetzt irgendwie nicht so super geschmeckt. Aber vom Ding her kann man sich da eigentlich so ein bisschen durchprobieren. Jetzt gibt es erstmal einen frischen Kombucha auf Eis, der ist richtig lecker geworden. Und hier habe ich übrigens vorhin noch eine Kooperation fotografiert. In der Mitte, da lag noch was. Vielleicht könnt ihr ja euch denken, worum es geht oder worum es gehen könnte. Ich finde es eigentlich total passend, wenn man weiß, was es ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Das wird wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht sein, wenn ihr dieses Video seht, aber ich kann es euch ja sonst mal verlinken. Wenn ihr raten möchtet, dann gerne. Also hier von der Seite kommt jetzt zum Beispiel einmal das Tageslicht und dann habe ich hier an der Seite noch einmal mein Fotostudio-Licht sozusagen aufgebaut, meine Lightbox. Und so hat das richtig gut funktioniert. Oh, Marco kommt gerade nach Hause. Ich fange jetzt so langsam nach meiner Weisheitszahn-OP wieder an mit Homeworkouts oder zumindest allgemein mit Bewegung, weil das sollte ich 2 Wochen lang nicht, was jetzt auch nicht irgendwie schlimm war oder sowas für mich. Aber ich genieße es auf jeden Fall sehr, wieder mit ein bisschen mehr Bewegung in den Tag zu starten. Ich mache das wirklich immer am liebsten direkt morgens, weil ich dann für den ganzen Tag irgendwie so ein ganz gutes Gefühl habe und auch ja mehr Energie tatsächlich, nachdem ich mich dann bewegt habe und einfach das mir sehr viel Freude bereitet. Also jetzt auch nicht jeden Tag, aber halt je nachdem, wie ich mich fühle und je nachdem, in welcher Zyklus
Zyklusphase ich auch bin. Ich weiß nicht, ob ich euch diesen Tipp schon mal gegeben habe, aber ich wasche so 1 bis 2 Mal die Woche meine Haare. Und wenn ich weiß, dass ich meine Haare wasche, dann massiere ich die vorher mit so ein bisschen Jojobaöl ein. Das hilft mir auf jeden Fall sehr für so ein bisschen mehr Geschmeidigkeit. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie dadurch schneller wachsen, seitdem ich das irgendwie regelmäßig mache. Und genau, dann nehme ich meistens einfach so einen Teelöffel, massiere das so in meine Haare ein. Deswegen sahen die jetzt, glaube ich, beim Workout auch ziemlich fertig aus. Aber das lässt sich auf jeden Fall auch immer sehr gut wieder rauswaschen, wenn man danach dann duscht und Haare wäscht. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal mit Kokosöl ausprobiert. Das macht die Haare zwar irgendwie auch schön geschmeidig, aber bei mir auch tatsächlich eher fettig, selbst als ich versucht habe, das rauszuwaschen. Das ging irgendwie nicht so gut. Marco wäscht seine Haare übrigens auch mittlerweile nur noch mit Wasser. Er hat das irgendwie vor ein paar Jahren immer so gemacht, dass er wirklich jeden Tag seine Haare einschamponiert hat und dann gewaschen hat. Und dadurch sind die halt immer super schnell dann auch fettig geworden. Jetzt mittlerweile ist er no-poo-mäßig unterwegs. Ich glaube, so nennt man das. Kann man auch mal ausprobieren und sich dann über die Zeit sozusagen steigern. Bei mir ist es gerade so 1 bis 2 Mal die Woche, wie gesagt. Vielleicht habt ihr ja noch mehr Haartipps, die ihr gerne teilen möchtet. Gerne auch sowas zum selber machen. Finde ich auch immer super spannend. Ich liebe es ja, wenn man so Reste vom Abend vorher noch da hat, die man dann am nächsten Tag zum Mittagessen essen kann. Das habe ich nämlich eben gemacht. Und zwar hatte Marco gestern wieder mal so Lust auf Pokéballs, die er uns eigentlich holen wollte. Aber dann meinte ich mutti-mäßig, dass wir lieber unsere eigenen Sachen aufbrauchen sollten, weil wir jetzt übers Wochenende wegfahren. Und dann habe ich wirklich da alles zum Rollen gebracht, damit er auch diese große Auswahl hat, die er so immer schätzt bei den gekauften Pokéballs. Hat man ja wirklich immer so von allem ein bisschen. Und da habe ich mal so ein bisschen was zusammengewürfelt und das ist richtig lecker geworden. Wir hatten ja auch letztens im Asiamarkt so vegane Shrimps gekauft, die habe ich dann gebraten. Haben zwar nicht wirklich danach geschmeckt, aber die Konsistenz war eigentlich ganz gut. Ja, noch so ganz viele andere Sachen wie marinierten Tofu und verschiedenes Gemüse, dann so eine Reis-Quinoa-Mischung. Das ist übrigens auch mal ein ganz guter Tipp, wenn ihr nicht so viel Quinoa aufbrauchen möchtet, weil der ja relativ teuer ist. Einfach ein bisschen mit Reis vermischen und dann einfach zusammen kochen. Heute werde ich mich auf jeden Fall an so ein kleines Projekt machen, was ich jetzt schon länger mal machen wollte. Und zwar meinen Kleiderschrank herbst- und wintertauglich machen. Es wird ja so langsam kälter und ich kann euch da gerne mal wieder mitnehmen beim Aussortieren und neu einräumen und so weiter. Ich hatte euch auf Instagram mal gefragt und da hatten sehr viele von euch Lust darauf, aber ich glaube, das verschiebe ich mal in den nächsten Vlog, weil es bestimmt ein bisschen ausführlicher wird. Da kann ich euch dann auch zeigen, was ich so packe für unsere Reise. Vielleicht nehme ich euch da nochmal ein bisschen mit und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video erstmal gefallen hat. Das war jetzt so eine ganz bunte Mischung aus dem Alltag. Rezepte findet ihr auf jeden Fall wie immer in der Infobox, wenn es welche gab. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!